Servus, Glück auf und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, 7 Days to Die. Ihr habt's gesehen, ne? Ich bin gerade noch weggekommen, die alte Drecksau. Hab ich jetzt vor Schreck die Blunderbuss auf den Boden geschmissen? Sieht das so aus. Die jetzt eigentlich nur mal antesten. Ha! Ja, ist gut, Junge. Geht sich auf den Sack. Unsere Wumme ist weg. Was machst du denn jetzt? Ist ein Nagel denn hier oder was? Das ist der nächste. Kommt jetzt auch rum. Tja. Wir werden mal gucken, ob die da noch liegt, ey. Wenn wir den alten Igel hier fertig haben. Dann der nächste Idiot, ey. Bin halt echt lahmarschig. Glaub, ich werde mich gegen Rüstung entscheiden. So. Ne, Inventar ist ja nicht. Aber hier liegt's auch nicht. Droppen die jetzt so schnell weg oder ist er weggebackt oder was? Ich kann es ja nur da, wo ich dann, wie ich ihn gehört habe, dass er auf den Stoff geschlagen hat. Vielleicht ist er rausgefallen. Ne. So viel dazu. Na, nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Stoff mit. Dann looten wir jetzt gleich die beiden Baracken. Aber das ist natürlich jetzt hier super ärgerlich mit der Blunderbuss. Lohn tut sie nicht. Vielleicht, wie gesagt, gegen Feral, aber selbst wenn du dann warten musst, bis sie nachgeladen, selbst wenn du die verlangsamst. Die sind ja dicht an dir dran, wenn du dann warten musst, bis sie nachgeladen hat, dass du nichts anderes machen kannst. Sehr gefährliche Kiste. Von daher, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass sie weg ist. Ich hätte sonst noch mal ein bisschen mit rumprobiert. Haut mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit der Blunderbuss spielt. Wie ihr damit klarkommt. Ich habe nur die Perks das mit dem Nachladen. Oh, geil. Painkiller. Muss ich entzünden? Nein, eigentlich nicht. Ja, dieses Küchengelute lohnt sich halt schon nicht mehr für uns. Schon jetzt schon wieder so. So stark, ey. Mal Stoffen, ja. Man weiß ja nie, wir wollen ja nicht verbluten. Das wäre das Dümmste, was uns passieren kann. Shame Food, ja komm, nützt ja nichts. Gucken wir rein.
Nice. Auch nicht so schlecht. Was ist hier eigentlich? Ich nutze da, ich hau trotzdem mal drauf. Wer weiß. Ja, eine Couch. Das dauert zu lange. Servus. Holz. Gib her, gib alle TA. Bin ich blind da? Naja, siehst du, immerhin. Immerhin. Ich bin halt schon wieder voll am vollsten hier. So klar. Da kommt jetzt nochmal was bei hier. Krass. Ich kann jetzt auch noch nicht mehr zur Rüstung ausziehen, weil ich denn so schon so beladen bin. Also. Können wir Neues machen? Reparieren wir mal einmal. Machen wir das weg. Ein Ei. Sagen wir auch mal. Steel Arrows, ein Painkiller. Genau, da kriegen wir gleich noch was bei, indem wir gleich das Ding noch zerlegen. Ah, ich kann es nicht ändern, Leute. Kriegen wir sogar Steel bei. Ja gut, komm, Blunderbuss hat sich erledigt. Ja. Oh, die ist sogar geladen. Das ist schon heavy. Die ist schon awesome. Da dann noch Visiere und so, ein bisschen Pims, von wegen Rückstoß und so. Geht die schon gut. Was ist eigentlich hier los? Warum ist hier keiner rausgekommen? Ach, durch die Fenster. Okay. Krass, ey, konkret krass. Gut, Saves ist also jetzt Munitionslager, wie es aussieht. Die großen. Das war jetzt weniger schön. Aber wir können sich beschweren, ne? Wir haben gerade schon Glück gehabt. Ja, schlag nochmal, ist doch klar. So, wir könnten jetzt noch rüber aufs Scheißhaus. Ist auch gut. Das lohnt. Oh ja. Gut, dass wir geguckt haben. Der hätte uns jetzt hier schon schön überraschen können. Kannst schon kaum Einzelschuss machen. Krass. Krasse Waffe.
Ja, ich bin halt am Überlegen, ob wir jetzt fix auf. Nee, einfach mal wegnehmen. Fix aufs Fahrrad gehen. Da kommen wir halt einfach schneller vom Fleck, ne? Also mit der Knarre muss man sich echt auch keine Sorgen vor irgendwelchen feralen Geschichten machen. Wie gesagt, ich habe den Dungeon ja gemacht gehabt, da mit dem Schnee da, der schon ziemlich cool ist. Ich habe es leider nicht ganz bis zum Ende geschafft. Also ich war doch bis zum Ende, aber bin dann nochmal gestorben. Beim Boss, das hat nochmal eine Ferale war. Ah, da war ich auch nur mit Bogen drin, ne? Au, au. Jetzt kriegen wir Probleme. Fuck, ey. Ich hab's mir noch gedacht. Ey, ja, keine Chance. Guckt euch an, wie viele da sind. Keine Chance, ja, ja. Krass. Krass, 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 krass. Ich war, aber selbst wenn ich auf die Waffe gewechselt hätte, keine Chance. Also wir waren das 10 Stück oder was? Alto Belli. Krass. Richtig krass. Wir haben so viel Munition gehabt, so viel die geile Waffe und ah. Ah, ah, ah. Perfekt. Genau zum richtigen Zeitpunkt, um uns auf den Boden der Tatsachen zu holen. Sauber. Blank. Krass. Einfach nur krass. Ja. Kompon-Bow weg, Pistole weg, MP5 und jede Menge Moon, was eigentlich das Schlimmste ist. Gut, dass sie die eine Pistole noch hier oben reingepackt hatte. Boah, krass, Leute. Ja, ich war am Überlegen, wo ich sie gehört habe. Ein Renze nach vorne, versuchst durchs Fenster rauszukommen, hätte aber wahrscheinlich auch nicht geklappt, aber wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Ich dachte mir, vielleicht kriegst du noch aufgeschlagen, kannst da raus, kannst dich dann verpissen. Ja. Ihr seht, ich platze vor Überhitzung. Also die Zeiten sind auch vorbei, dass wir jetzt hier irgendwie genau, gleiche Wolf da oder ist die Hunde uns sogar hinterhergekommen. Dass wir irgendwie hier jetzt geschützt werden von der Wärme. Kannst du knicken. Hört sich am Wolf an. Ja, müssen wir uns mal eben hier was gegens Wetter machen. Ja, krass. Wären 2, 3 Hunde gewesen, hätte ich ja noch eine Chance gehabt. Genau in dem Moment, wo ich dachte, ach, hörst du auf zu schlagen, wechselst du auf die Waffe. Ja, war schon zu spät. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Es waren auf jeden Fall ein paar mehr. Krass, krass, krass. Ich wollte gerade so anfangen, so, ja, ist ja dann jetzt schon langweilig mit der Waffe und so. Da kann es ja schon richtig eskalieren und
Ich habe nur den Gedanken gehabt. Nur den Gedanke. Und von wegen, ja, dann gehen wir doch schon mal jetzt aufs Fahrrad. Aber das machen wir, glaube ich, trotzdem. Ich gucke mal eben, was wir brauchen. Forged Ivan haben wir trotzdem. Wir brauchen 5, 2 Mechanical Parts, 2 Duct Tape. 2 Duct Tape, Mechanical Parts, Short Ivan Pipes haben wir auch. Und für die Wheaties, Bottle Acid sollten wir auch haben. Öl haben wir, Kohle brauchen wir 20, Öl haben wir. Haben wir nicht Acid auch? Haben wir auch. Ja, werden wir jetzt einfach drauf gehen, einfach damit wir mobiler sind. Das haben wir auch, das passt auch. Wir müssen jetzt halt hier zusehen, dass wir ein Scrap-Album kriegen. Und die Frage ist, ob das dann alles ohne Werkbank funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Aber da gehen wir jetzt drauf. Das heißt, ich kann die Punkte hier direkt reinnageln. Und dann können wir jetzt, bevor wir hier loslegen. Gut. War die geladen? Sehr gut. Der Hunting Rifle ist halt auch zu langsam jetzt gegen Wölfe oder sowas am Anfang. Schotty ist der letzte Ausweg mit Stux. Das brauchen wir. Dich machen wir schon mal ready. Und was fehlt für den Bogen? So, Pain Tolerance, Heavy Metal. Da wollte ich eigentlich auch mal eben nachgucken. Heavy Metal ist was? Power Attack, so viel more damage to stun enemies. Kompletter Schwachsinn. Ist das was anderes? Pain Tolerance. Das hört sich schon eher noch was an. Wahrscheinlich hier. Reduce HP Loss bei 5%, 20% less chance to get stunned. Wenn wir mit. Nur wenn wir mit der Hände kämpfen oder was? Nee. Naja. Naja, naja. Beauty Wrench brauchen wir. Aber ist halt echt so das Einzige, was irgendwie gefährlich wird. Hunde oder Wölfe. Oder wenn du halt irgendwas tappelt doch da. Ärgerlich ist natürlich auch die Picke. Gut. Eine Torchi. Holz nehme ich mit. Mach auch noch mal ein paar Frames. Wie sieht es hier aus? Gönnen wir uns auch ein. Wasser ist ready. Und davon 2. Okay. 20 Uhr läuft auch. Ah, solche. Hab ich doch richtig gehört. War es gar nicht schlecht. Wo ist der denn wieder? Klappt das nochmal? Mit uns beiden? Bist du down? Dann warst du aber angefrackt. Haben wir noch einen Knochen da? Haben wir nicht. Ich glaube, ich muss das Spiel auch mal neu starten. Es ist schon wieder langsam laggy jetzt hier. Uff.
Foto war es der einzige. Guck mal gerade, ob hier irgendwo ein Kadaver liegt für einen Knochen. Schade. Gut, wenn der immer hier spawnt, immer angezogen wird von der Fackel oder was? Obwohl, vorhin hatte ich ja noch gar keine Fackel hängen. Gut, hat sich ja noch gelohnt. Stonis brauchen wir. Wieso soll es anders sein? Gut, kriegen wir aber hin jetzt in der Nacht. Müssen nur mal hier hinten ein bisschen was bauen eben. Weil hier liegen auf jeden Fall 3 Steine. Ich weiß, da vorne könnten sie eventuell hochkommen. Oder liegt da jetzt hauptsächlich hier so Wanderhorden-mäßig oder sowas, dass wir uns dann hier einigermaßen hochflüchten können. Natürlich immer unter nur der Prämisse, dass wir Stamina haben. Ist mir auch klar. So. Tja, Leute, so ist es, ne, mit dem Tod. Keine Chance. Also keine, vor allem, wie schnell die auch drin waren in dem Haus. Passiert später natürlich nicht mehr. Aber später hast du natürlich Werkzeug, dann haust du 2-3 Mal drauf und musst nicht stundenlang auf so einen scheiß Block drauf kloppen. Das ist halt so das Problem. Habe ich aber jetzt auch schon bei meinem anderen Probespielen festgestellt. Wenn du irgendwo im Looten bist, es kommt halt irgendwas. Dass du halt einfach nicht schnell genug wegkommst. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, würdet ihr jetzt mit anderen Einstellungen spielen, irgendwie, dass ihr nur den Rucksack verliert zum Beispiel. Ja. Was hätte der Tod jetzt für Auswirkungen? Gar keine. Ich würde wieder hinlaufen. Ja, entweder müsste ich gegen die Hunde fighten. Oder ich warte halt einfach einen Tag, dann despawn die, was eine Wanderhorde ist, die despawnt irgendwann. Okay, ich weiß nicht, wie lange der Rucksack liegen bleibt, aber da versuch's es dann. Muss ja nur einmal hinkommen, dann an den Rucksack kommen. Deswegen sage ich ja so, tot ist. Klar kriegst du den Buff irgendwann. Das dauert auch, aber im Endeffekt wirst du für deinen Tod dann noch belohnt, wenn du hingehen kannst, wieder aufsammeln kannst, weil dein Game Stage sinkt. Was bei uns nicht ist, das habe ich ausgestellt. Das wird dann dann noch leichter, wenn du gestorben bist. Was Liebe anbelangt und sowas. Deswegen wird eigentlich der Tod noch belohnt. Was ja nicht Sinn des Spiels sein kann. Wenn man so spielt mit Delete All. Ja, ihr habt's gesehen. Tut's richtig weh. Hm? Ach, geht ja eh nicht. Gerade so gefreut über die MP5 und. Krass. Allerdings haben die uns auch mal gehuntet. Die Wanderhorde. Wie gesagt, ich habe das sonst immer gehabt, dass sie auch, so wie ich jetzt hier war, und da kam der Wanderhorde, die ist einfach da hinten an mir vorbeigewandert. So wie es in der 16 auch war. Tun Hunde ja anscheinend nicht. Das ist ja schon mal schön. Ja, wie gesagt, Blunderbuss. Ich meine, klar, bevor man gar keine Waffe hat, sicher eine Alternative. Aber wenn ich es richtig verstehe, muss man nah dran. Aber klar, wenn der Zombie sich direkt umlegt. Aber er muss sich. Diese Hitboxen regen schon wieder auf. Aber er muss sich halt auch umlegen, ne? Wenn er sich nicht umlegt, kriegst du Probleme.
Weil er erst nachlädt automatisch. Kannst du nichts gegen machen. Juti, ich mach mit dem mal ernsthaft. Wüste, Nacht. Und dann passiert genau das Gegenteil. Ich nehme den jetzt trotzdem hier noch mit, wo ich reingehe. Okay. Das scheint halt auch noch buggy zu sein. Was auch buggy ist, wenn du stirbst, kriegst du manchmal ein Infected. Du bist infected, wenn du dich wieder spawnst. Habe ich auch gehabt. Ist auch sehr geil. Gut, das sieht ja schon wieder ganz gut aus. Ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich lege alles ab. Gehe dann runter. Dass ich nichts verliere, wenn ich sterbe. Könnte ich natürlich zumindest mit der Pistole machen, aber ich denke mir, wenn irgendwas kommt und wir vielleicht noch wechseln können auf die Pistole. Naja, was soll das? Nehme den Stein hier noch mit. Der hat ein bisschen Horchen. Also ist er, ich sehe halt auch nicht mehr wie ihr. Würde ich schon gerade, ob ich da mal eine Fackel hinhänge, nämlich ob ich den Aufgang gleich sehe. Naja. Die Hoffnung ist, dass sie mich nicht sehen, aber die hören mich natürlich. Wie ihr seht. Vier. Ein Hocke ist übrigens noch 33. We need stamina. Ja, da gucke ich jetzt gleich nochmal ins Video rein und ärgere mich erstmal richtig, was wir im Inventar hatten. Hm. Ah, echt, ey. Aber wenigstens ist es nicht durch Übermut passiert, wie sonst. Aber ich hatte nur den Gedanken im Schädel. Ja, so langsam ist er OP. Weil wir hatten auch einiges an Munition für die MP. Ich hatte nur den Gedanken. Und es hat schon gereicht, dass er uns das Spiel und sagt, ja, Kollege, das denkst aber auch nur du. Krass. Perfekt. Will ich gleich noch ein bisschen Holz machen. Auf der anderen Seite. Aber das mache ich ohne Aufnahme. Sei denn, es passiert irgendwas, also ich meine Aufnahme anlösche dann, aber sei denn, es passiert was, dann zeige ich es euch. In diesem Sinne, Leute, bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Alles andere in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Tag 5 dann, morgens. In diesem Sinne, haut rein.